Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Anfangs- und Endwertsatz im Zeitdiskreten. Sprich, wir schauen uns das Ganze mal im Zeitdiskreten an. Ich habe es auch im Zeitkontinuierlichen gedreht. Könnt ihr gerne mal in die Infobox schauen, wenn euch das mehr interessiert oder ihr gerade das Zeitkontinuierliche sucht. Das gibt es auch. Beides sehr ähnlich, jedoch immer noch im Detail ein bisschen anders, weil sich Laplace und Z-Bereich immer ein bisschen unterschiedlich verhalten. Kurz, was ist es überhaupt? Wofür brauche ich den Anfangs- und Endwertsatz? Und zwar, ich möchte jetzt von irgendeinem Signal im normalen, also im Zeitbereich, in dem Fall im Abtastbereich, also im K-Bereich quasi, berechnen, wie sich das Signal im Unendlichen verhält und wie sich das Signal zu Null verhält. Und wenn ich jetzt das ganze Signal aber nur im Z-Bereich gegeben habe, kann ich das Ganze allein von diesen Regeln Anfangs- und Endwertsatz halt auch im Z-Bereich berechnen. Ja? Sprich, mit dem Anfangs- und Endwertsatz darf ich, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, genauso den Anfang und den Endwert berechnen und das Ganze halt für das Zeitdiskrete, sprich nicht für die Z-Ebene, sondern halt für die K-Ebene, sage ich jetzt mal. Genau, das heißt, wenn wir jetzt den Anfangswertsatz haben, dann sagen wir dazu jetzt, wir möchten jetzt Y von 0 berechnen, also irgendein Signal an der Stelle 0 berechnen, haben dieses Signal jedoch nur im Z-Bereich gegeben. Wichtig ist, man muss etwas prüfen, und zwar wie im Zeitkontinuierlichen. Das Ganze darf nur angewendet werden, falls das System realisierbar ist. Das heißt, falls gilt Zählergrad kleiner gleich Nennergrad. Wenn wir uns hier zum Beispiel was anschauen würden, also wenn das jetzt zum Beispiel ein System wäre, oder ist, dann sehen wir, okay, der Zählergrad wäre hier eben genau 0, weil wir kein Z oben drin stehen haben und der Nennergrad ist 1, weil Z hoch 1 der höchste Z-Anteil drin ist. Dementsprechend ist der Zählergrad auf jeden Fall kleiner gleich, also 0 ist kleiner gleich 1. Dementsprechend dürften wir hier den Anfangswertsatz zum Beispiel anwenden. Dann Limes K gegen 0, also das heißt, wir wollen jetzt wissen, wie verhält sich denn unser Signal an der Stelle 0. Das wäre ja Y0, das heißt, wenn wir diesen Anfangswertsatz anwenden wollen, der besagt, dass also Limes K gegen 0 Y von K ist gleich Limes Z gegen unendlich Y von Z, also Groß Y von Z im Z-Bereich und das ist gleich Limes Z gegen unendlich G von Z mal U von Z. Das kommt nämlich hierher. Wir wissen ja, wie das Ganze aussieht. Wir stecken irgendein Eingangssignal rein. U von Z nennen wir das mal. Haben dann irgendein System, das transformiert dieses oder bearbeitet dieses Eingangssignal und wir kriegen ein Ausgangssignal Y von Z raus. Sprich, wenn wir halt Y von Z haben wollen, ist das das gleiche wie U von Z mal G von Z. Das ist genau das, was das Ganze besagt. Also ich kann hier für Y von Z auf jeden Fall G von Z mal U von Z einsetzen, um das Ganze zu berechnen. Dann der Endwertsatz. Der ist auch analog definiert wie in dem Zeitkontinuierlichen. Da muss ich jetzt allerdings ein bisschen aufpassen, weil halt die Definition von Stabilität im Zeitkontinuierlichen nicht das gleiche ist wie im Zeitdiskreten. Der Anfangswertsatz darf nämlich angewendet werden, falls das System, was wir halt uns betrachten, falls das stabil ist. Das bedeutet halt, alle Polstellen im Zeitkontinuierlichen müssen kleiner als, also im Betrag kleiner als 1 sein. Wir wissen, im Zeitdiskreten kleiner als 1 sein. Wir wissen, im Kontinuierlichen wäre es ja so, alle Polstellen müssen links der imaginären Achse sein. Im Zeitdiskreten transformieren wir das Ganze in den Z-Bereich. Da haben wir dann den Einheitskreis, in dem alle Polstellen liegen müssen. Dementsprechend hier prüfen, ob wirklich alle Polstellen kleiner als 1 sind im Betrag. Also hier zum Beispiel kann man es direkt nachprüfen. Da sieht man dann, dass das Ganze kleiner ist. Kommen wir aber gleich noch zu. Dann, was sagt der Endwertsatz? Also wir wollen, wie gesagt, von einem Signal den Wert bei K gegen unendlich wissen, also Y von K gegen unendlich. Das heißt, das ist dann laut dem Endwertsatz Limes Z gegen 1 von Z minus 1 mal Y von Z. Sprich, wir müssen immer an diesen Z minus 1 Faktor hier denken, der hier oben gar nicht auftaucht, also den nicht vergessen, Z minus 1 mal Y von Z. Und dann machen wir das Ganze jetzt in dem Bereich, also wir setzen jetzt einfach für Y von Z wieder genau das gleiche wie vorher ein, also G von Z mal U von Z, das ist nichts anderes wieder als, wir betrachten dieses Bild und schauen uns an, okay, Y von Z ist Eingangssignal mal die Übertragungsfunktion. Und das ist eben G von Z mal U von Z. Genau, dann noch ein kleiner Tipp. Meistens steht in den Aufgabenstellungen, dass man die Sprungantwort analysieren soll. Ist nicht immer so. Aber wenn das da steht, dann weiß man automatisch, okay, UK ist Sigma von K. Das ist quasi der Einheitssprung. Wir sind vorher immer 0 und bei der 1 springen, bei der 0 springen wir auf die Höhe 1 und bleiben immer auf der Höhe 1. Das natürlich mit Abtastwerten, also haben wir dann ab 1 quasi einen Dirac-Kamm. Dann, das transformiert ist eben U von Z. Und das ist halt Z durch Z minus 1. Das vereinfacht uns vieles, wenn wir die Sprungantwort ausrechnen, weil sich dann halt hier diese Z minus 1 mit der Z minus 1 wegkürzt. Das sehen wir aber gleich noch. Gut, würde ich sagen, kommen wir zum Anfangswertsatz und berechnen das mal an einem Beispiel. Wir haben dieses Beispiel, G von Z ist gleich 3 durch 4Z minus 2. Also 3 durch 4Z minus 2. Berechnen Sie den Anfangs- und den Endwertsatz der Sprungantwort. Okay, erstes, was wir sehen, ist hier vorne steht Sprungantwort. Das heißt, U von K ist gleich Sigma K. Und wenn wir das transformieren, dann wissen wir, U von Z ist gleich Z durch Z minus 1. Das ist schon mal gut.
Dann haben wir schon mal unser U von Z, wir haben auch unser G von Z, sprich wir kennen unser Y von Z. Jetzt machen wir den Anfangswertsatz, da steht, darf angewertet werden, wenn das System realisierbar ist. Also Zählergrad ist hier auf jeden Fall kleiner als Nennergrad. Also 0 ist kleiner als 1, das hatten wir ja eben schon. Damit dürfen wir das Ganze anwenden, hier 0 ist kleiner als 1. Und dann können wir den Satz direkt einmal versuchen anzuwenden. Deshalb, wir machen Limes k gegen 0. Y von k ist gleich y0, also ich schreibe jetzt erstmal nur das Ganze ab, ist gleich Limes z gegen unendlich groß y von z, also das Ganze im z-Bereich. Und das ist gleich Limes von z gegen unendlich. Und dann setze ich für y von z jetzt u von z mal g von z ein. Das kann ich dann wieder ausschreiben, weil ich die Größen ja kenne. Also u von z ist z durch z minus 1. Und g von z ist 3 geteilt durch 4z minus 2. Das wäre jetzt einfach nur eingesetzt in diese Formel hier. Das heißt, ich habe g von z eingesetzt, das ist 3 durch 4z minus 2. Und ich habe u von z eingesetzt, das ist z durch z minus 1. Und dann kann ich das Ganze jetzt ausrechnen. Und dann sehe ich schon, okay, wenn ich das ausmultipliziere, minus z gegen unendlich, 3z, also ich multipliziere jetzt das mit dem und hier der untere Teil aus, also hier z mal 4z ist 4z Quadrat, dann z minus 2, also minus 2z, dann minus 4z, also minus 1 mal 4z, und dann minus 1 mal minus 2 ist plus 2. Das Ganze ist dann Limes z gegen unendlich. Ich teile jetzt einfach mal 1 durch z, also damit hier oben das z verschwindet. Mal 1 durch z Quadrat, das ist schlauer. 1 durch z Quadrat geteilt durch 1 durch z Quadrat. Dann sehe ich, das Ganze ist 3 durch z geteilt durch hier 4 durch z, also 4z Quadrat durch z Quadrat ist halt 4. Minus 2 durch, also 2z geteilt durch z Quadrat ist minus 2 durch z. Und dann minus 4 durch z kann ich direkt zusammenfassen. Also das ist ja minus 2z, minus 4z ist minus 6z. Das heißt, ich habe hier minus 6 durch z. Und dann plus 2 durch z Quadrat. Und dann sehe ich schon, okay, wenn ich das gegen unendlich laufen lasse, wird dieser Term hier oben zu 0, weil 3 durch unendlich ist 0. Hier unten das wird 0, weil wir ebenfalls durch z teilen. Und hier das bleibt 4, das heißt, ich habe 0 geteilt durch 4 und das ist eben 0. Das heißt, wir wissen, unser Anfangswert ist 0. Haben wir den schon mal berechnet. Dann können wir direkt zum Endwertsatz fortkommen oder fortschreiten. Genau, da müssen wir jetzt auch prüfen. Darf angewendet werden, falls das System stabil ist. Das heißt, Betrag von z unendlich kleiner 1 ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Polstellen ausrechnen. Wir haben also 4z minus 2 ist gleich 0. Dementsprechend wissen wir, 4z ist gleich 2. Und daraus folgt, z ist gleich 1/2. Ich kann direkt noch unendlich hinschreiben, damit wir wissen, dass es sich um Polstellen handelt. Und wir wissen, okay, z gleich 1/2. Damit folgt, Betrag von z unendlich ist gleich 1/2. Das ist kleiner als 1. Und wir dürfen den Endwertsatz ebenfalls anwenden. Wunderbar. Machen wir das direkt einmal. Das heißt, wir machen Limes k gegen unendlich y von k, wieder jetzt einfach nur abschreiben, ist gleich Limes z gegen 1, z minus 1 mal y von z, das ist gleich Limes z gegen 1, z minus 1 mal y von z, haben wir eben schon aufgeschrieben, das ist einfach g von z. Also ich kann es nochmal ruhig aufschreiben. G von z mal u von z. Das ist dann gleich Limes z gegen 1. Z minus 1 mal g von z lautet 3 durch 4z minus 2 mal und jetzt eben u von z. Das, was sich kürzt, sind eben diese z durch z minus 1. Und wir sehen, okay, diese z minus 1 kürzt sich mit der z minus 1. Das ist das Tolle bei der Sprungfunktion, der Sprungantwort. Und dann steht da eben Limes z gegen 1, ich kürze jetzt also den Teil mit dem Teil weg, 3z geteilt durch 4z minus 2. Und da wir das Ganze gegen 1 laufen lassen können, oder laufen lassen, müssen wir jetzt auch gar nicht groß umformen, wir können einfach 1 für z einsetzen. Das ist 3 geteilt durch 4 minus 2 und das Ganze ist halt 3/2, also 1,5. Und dementsprechend wissen wir schon, okay, unser Endwert wird auf 1,5 laufen.
Wir fangen bei 0 an, also wird unser Sprungantwort, ich nenne die jetzt einfach mal, wie eben gesagt, yk. K eben je nachdem, wie groß die Abtastzeit gewählt ist, so gegen diesen Wert 1,5 laufen. Also hier ist irgendwo 1,5 und die läuft dann so dagegen. Das heißt, wir wissen, das wird unsere Sprungantwort sein. Da kommt es natürlich auf die Abtastzeit an, wie das Ganze aussieht. Aber so verhält sich das Ganze. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Das Ganze gibt es, wie gesagt, auch noch zeitkontinuierlich. Dafür könnt ihr einfach mal in die Infobox schauen. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, auch gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.